Ein Emil? Im Ernst? Er sagt, du sollst mich freilassen. Okay. Ein Spion. Wegen. Das hat er gar nicht gesagt. Uff. Da falle ich nicht zum sechsten Mal drauf rein. Ähnlichkeiten zu... Das merke ich mir. Ihr seid alle auf meiner Liste. Conroy. Echten Ereignissen aus der Geschichte. Das sind rein willkürlich. Das ist alles rein zufällig. Es ist alles... Mein Grundschule. Ist alles ausgedacht. Hallo? Oh, hallo. Bist du meine neue Zellennachbarin? Oh. Ich bin Laura. Freut mich, dich kennenzulernen. Also hier ist alles, was du wissen musst. Das untere Bett ist schon meins und wir haben kein Klopapier mehr. Willkommen im Knast. Danke. Warum bist du hier? Ich habe geholfen, Conroy zu ermorden. Gern geschehen. Und du bist Teil der Familie? Ja, meine kleine Schwester muss hier auch schon irgendwo sein. Wo haben sie dich denn erwischt? Sie hat eine kleine Schwester. In Wollingen. Ich habe Okario Boe dem Dritten geholfen. Okario? Oh mein Gott, Robert. Du hast Robert gefunden. Wo ist er? Wie geht es ihm? Naja, er ist am Leben. Wir wollten eigentlich mit der Seilbahn gemeinsam auf die andere Seite Asposiens fliehen. Dann haben sie mich erwischt. Gott sei Dank ist er am Leben. Ich könnte weinen vor Glück. Witzig, dass du das sagst. Ich könnte weinen vor Angst. Aber du kennst also Okario. Ja, wir sind gemeinsam losgezogen und haben euch in der Dynastie gefunden. Was für eine Ehre, dich kennenzulernen. Die Ehre ist ganz meinerseits. Du bist verwirrend hübsch. Ich meine, Ich muss ihn finden. Okay, viel Glück. Aber ich glaube, das wird schwierig. Ha, keine Sorge. Schwierig ist mein zweiter Vorname. Also kompliziert und schön. Wow. Eine Verehrerin. Ist das ja eine Conroy-Bibel? Aha. Wer meine Conroy-Bibel? Das möchte ich nicht lesen. Verständlich. Libretta? Ja? Dann erzähl uns doch mal ein bisschen was über die Farbkleckse. Sind das Farbkleckse auf deiner Schürze oder ist das Blut? Oh, das ist Farbe. Ich zeichne gern. Was denn so? Blumen, Landschaften, Asposa. Der eine Farbklecks sieht aus wie ein Schmetterling mit einem Messer. Ui. Schön und beunruhigend. So wie du. Wir müssen hier unbedingt raus. Würdest du mit mir fliehen? Ja, tausendmal ja. Aber ich kann nicht weg. Meine kleine Schwester ist hier irgendwo und ich kann sie nicht alleine lassen. Aber du musst fliehen. Du musst unseren König finden. Sobald ich Robert gefunden habe und wir Emil bewiesen haben, dass die Flötennasen unschuldig sind, holen wir euch alle hier raus. Auch deine kleine Schwester. Das klingt einem Plan. Ich werde nicht zulassen, dass sie euch in den Windbrunnen stoßen. Mach dir keine Sorgen, Libretta. Tja, also... Weiteres zur Flucht. Hast du eine Idee, wie ich hier rauskomme? Lebendig? Ja. Nicht die geringste. Tja, dann zu Robert. Robert will also zur Seilbahnstation. Ich wusste, er hat einen Plan. Ich muss ihn finden. Du scheinst ihn ja ziemlich gerne zu haben. Sehr gerne. Ich meine, er ist ein Trottel. Aber er ist auch die großartigste Person, die ich kenne. Und? Seid ihr Freunde? Ich glaube, ehrlich gesagt, wir sind ein Paar. Aber ich bin mir nicht sicher. Au. Oh. Okay. Schön. Toll. Toll. Schön. Du bist doch seine Cousine. Das ist doch... Das ist, Inzest wollen wir hier nicht ausüben. Das ist doch hier... Neid ist jetzt hier ein bisschen... Okay, danke. Kein Problem. Gebracht. Immer gerne. Eifersucht und Neid ist jetzt hier irgendwie ein bisschen... Naja. Nackenrolle. Im Gefängnis, eine Nackenrolle. Du darfst sie gerne ausleihen, aber bitte leg sie dann wieder zurück. Sie geht nicht auf. Vielleicht können wir eine Nackenrolle nehmen, um es aufzumachen.
Vielleicht kann man die Nacken oder den nehmen, Hallo. Das aufzumachen. Retoursendung. Ich bin unzufrieden. Toll. Okay, die können noch irgendwie durchschieben. Hallo. Retoursendung. Ich bin unzufrieden. Toll. Okay, die Klappe kriegen wir nicht auf. Gibt's hier noch was zum Angucken? Nach draußen gucken. Aha. Eine Ratte. Das ist eine Ratte, das sieht aber nach einem Vogel aus. Vorher muss ich die Wachen Ich glaube, wir schauen uns erstmal eine Zelle um. Dann schauen wir hier außen. Eine Abflussrohr. Dazu fällt mir nichts ein. Für die Nackenrolle dazwischen. Damit kann ich das Rohr auch nicht abdichten. Aha. Klopapierrolle. Das Klopapier ist alle. Oh nein. Überflüssige Deko. Wieso schaue ich mir das an? Ich weiß auch nicht. Können wir das irgendwo für gebrauchen? Klospülung. Das Abflussrohr ist kaputt. Ich über... So viel zu sehen. Aha, ein Klukasten. Aha. Stricknadeln. Was soll ich damit machen? Jetzt treffen wir den Vergangenheits... Robert aus der 1 und hängen unsere Arme raus und tun so, als wären wir die Strickerin. Für ein Gefängnis ist die Kloschüssel ziemlich sauber. Ich muss gerade. Trotzdem ziemlich dreckig. Okay. Noch irgendwas hier? Aha. Okay. Türschloss. Nun, das Türschloss vielleicht. Muss ich die Wachen irgendwie ausschalten. Richtig, aber können wir es vielleicht mit dem... Vorher muss ich die Wachen... Ja, okay. Konrad Biber im Kopf das werfen. Mir. Die Wache. Das ist der Bekloppte mit den Kakteen. Aha. Hey, du da! Wache 1833 meldet sich zum Dienst. Was gibt's denn? Schade, dass es nicht 1933 ist. Das würde hier noch passen. Das würde hier zur Thematik und zu den Anspielungen passen. Toller Kakteen. Das war dann auch. Da ich waren sie. Da waren auch nicht. Das Warum? Kakteen sind die mit Abstand schönsten. Das waren auch zu viel. Ihre Form, ihre Farbe, ihre Zierlichkeit, die im vollkommenen Einklang mit ihrer Gefährlichkeit stehen. Siehst du mein Fan? Wahrscheinlich hieß der so, aber wahrscheinlich war das genau diese Wache 1933. Hat dann später noch jemand gesagt. Der blaue Maurice. Wenn wir nochmal drüber gucken. Was willst du denn damit? Lass mal lieber. Ich würde ihn natürlich den ganzen Tag betrachten. Kakteen sind gemacht, um verehrt zu werden. Alles klar. Nichts. Okay, dann müssen wir mit ihm mal ein bisschen reden. Für mich sehen diese Dinger alle gleich aus. Grün und stachelig. Wie bitte? Jeder Kaktus ist einzigartig. Ihre Körper und ihre Stacheln können so unterschiedlich geformt sein. Manche sind mit Stacheln und Blüten übersät. Andere ich nehme dann mal was zu trinken, während der labert. Ja. Dieser blaue Maurice fehlt dir also noch in deiner Sammlung? Ganz genau. Es gibt auch nur Gerüchte und Beschreibungen von ihm, aber keine richtigen Bilder. Ich würde alles für ein Bild vom blauen Maurice tun. Alles. Vielleicht kann sie ja als Zeichner mich überhaupt eine Zeichnerin nicht sehen. In der Zelle. Der blaue Maurice also? Woran erkennt man den? Er ist stachelige Perfektion. Er ist eine Mischung aus der grünen Libelle, dem Diabla und dem Donnix. Er sieht aber überhaupt nicht aus wie der schmale Eumel, der kleine Johannes. Was denn, was? Ein Willy Wanka. Was für ein Ding? Gut, was für ein schmaler? Vielleicht finde ich ja ein Bild von deinem grünen Freund. Was würdest du davon halten? Wirklich? Oh, mir wird jetzt schon ganz schwindelig, wenn ich daran denke. Und ich hätte ein Hindernis weniger auf dem Weg nach draußen. Das ist gut. Ich habe Hunger. Was gibt's denn heute?
Das Übliche. Erbsen an Eis, Fleischsuppe mit Blaubeerpudding, ein Tomatengericht und zum Nachtisch Kompott. Was für welches? Obstsalat. Aha. Okay. Erbsen an Eis, Fleischsuppe mit Blaubeerpudding, Tomatensuppe und Obstsalat. Wie sind die Erbsen heute? An Eis. Die nehme ich. Vorzügliche Wahl. Einmal Erbsen an Eis. Aha. Nimm Erbsen an Eis. Okay. Alles mal bestellen und vielleicht können wir irgendwas damit machen. Einen Kaktus draus pflanzen und basteln. Ich würde gern noch etwas bestellen. Fleischsuppe mit Pudding klingt gut. Leider aus. Wir haben gerade kein Fleisch. Und wann gibt's wieder Fleisch? Wenn der Koch wieder eine Ratte gefangen hat. Ich musste ihn fragen. Wie ist denn die Tomatensuppe heute? Ah, das ist eine Ratte. Genauso schlecht wie gestern. Aber das Curry macht die Sache erträglich. Was soll's? Her damit. Einmal Tomatensuppe! Und mit Curry. Können wir sonst vielleicht erstmal wegnehmen? Tomatensuppe. Currypulver rettet nicht alles. Okay, aber vielleicht können wir da einen Kaktus draus basteln. Und ich komme so ein bisschen mehr frei. So. Oh, eine Ratte. Das macht nicht richtig Krach. Okay, dann können wir vielleicht mit den Stricknadeln. Okay, was auch immer. Ist die Ratte tot? Hey, du, hör mal. Ich höre. Noch was zu essen. Noch etwas bestellen. Brauchen die Ratte dann, um das letzte Menü dann noch zu bestellen? Ich will Obstsalat. Wir wollen alle irgendwas. Ja, und ich will Obstsalat. Willst du dir einen Feind machen? Einmal Obstsalat. Okay. Obstsalat. Was? Obstsalat? Das ist also Obstsalat. Das ist ein Pfirsich. Okay, können wir vielleicht miteinander. Wozu auch immer wieder. Können wir das miteinander kombinieren? Wozu auch immer. Damit kriege ich den Block nicht. Tja, also. Die Ratte verscheuchen. Okay, jetzt ist die da unten. Pfirsichkerne. Kurze Arme. Sieht aus, als esse jemand hier sehr gerne Pfirsiche. Aha. Vielleicht können wir hier nochmal. Okay, jetzt die Ratte tot unten. Habe ich nichts zu sagen. Okay. Die Wache hat den Zellenschlüssel. Wie komme ich da bloß ran? Vielleicht kann der Ratte uns das holen. Irgendwie wollen wir der was zu essen geben. Ich möchte sie nicht stören. So viele gefangene Flötennasen. Okay, zur Küche. Gefängnisküchen. Bah. Okay, vielleicht mag. Ich könnte damit gegen die. Ich mag die Ratte ja. Ich mag sehr für sich. Ich verstehe noch nicht, wie wir die hier. Lass das! Ich kenne alle deine Tricks. Aha. Okay, jetzt ist da vielleicht, wenn wir jetzt.
ist die tot. Und jetzt hier. Okay, dann nimm doch die Pfirsichkerne. Nur da vielleicht. Zu kurze Arme. Ja, also. Zu kurze Arme. Was können wir denn sonst hier machen? Erstmal muss ich aus der Zelle rauskommen. Aha. Zumindest den können wir hier nicht. Vorher muss ich die Wachen irgendwie ausschalten. Okay, aber ich fürchte, erstmal müssen wir die Ratte ausschalten. Tja. Kloake. Ne, Kloroller. Nicht Kloake. Falsch gelesen. Obwohl das bestimmt auch eine ist. Tja. Was können wir hier machen? Pfirsichflechte hinlegen. Hiermit kann ich das Rohr auch. Hallo, Retoursendung. Ich. Toll. Okay. Können wir vielleicht dem der Wache irgendwas unter die Nase reiben? Ein bisschen Currypulver. Ich will mich über das Essen beschweren. Entschuldigung, ich kümmere mich sofort. Wirklich? Nein. Okay. Können wir noch weiter mit ihr reden? Hey, mit der Wache? Du, hör mal. Ich höre. Wir haben es noch nicht zu einem befragt. Zu ihrer Warst Arbeit du zum Beispiel. Conroy auch schon Gefängniswache? Ich dachte nach Conroys Fall eigentlich, dass ich nun endlich Kakteenzüchter werden könnte. Aber dann kam Emil. Und der hat ja auch recht. Womit denn? Weiß ich gerade nicht. Macht es dir eigentlich Spaß, Leute wegzusperren? Es kommt drauf an. Vorher war ich Latrinenwache. Da musste ich mir abends nur den Gestank abwaschen. Jetzt die Schuld. Aha. Das hier nennt ihr einen Knast? Das ist doch ein Wellness-Hotel. Bei Conroy, da gab es noch richtige Verliese. Nicht so ein Wischi-Waschi-Kram mit zwei Mahlzeiten am Tag. Er hat mich mal 15 Meter über dem Boden in einen schwebenden Käfig gesteckt. 2 Wochen lang. Das hat sich nach Gefängnis angefühlt. Tut mir leid. Und jetzt entschuldigt sich auch noch das Wachpersonal. Habt ihr keine Schulung oh, gehabt? Mann. Seit ich hier bin, wurde ich weder geschlagen noch angespuckt. Kein einziges Mal. Was stimmt nicht mit dir? Lange Geschichte. Ja. Rummotzen. Ich finde es ein bisschen schlecht, dass hier nur eine Wache rumsteht. Ich meine, ich habe das System nicht 18 Jahre lang bekämpft, um jetzt nicht ernst genommen zu werden. Ganz genau. Was? Wen muss ich hier umbringen, um in den Hochsicherheitstrakt gesperrt zu werden? Es gibt dir, soweit ich weiß, gar keinen Hochsicherheitstrakt. Wow, ich hätte wirklich ein bisschen mehr Respekt erwartet. Da denkt man, man ist Staatsfeind Nummer 1. Und dann sowas. Tja, okay, beim Essen kommen wir auch nicht klar. Weiter. Weitermachen. Jawohl. Tja, können wir hier das Zeug des Klo runterspülen? Nachher kriege ich sie dann nicht mehr raus. Tja, Klospülung nochmal ziehen. Das Abflussrohr ist kaputt. Ich überschwemme doch nicht meine eigene Zelle. Es macht Sinn. Und vielleicht gegen das Abflussrohr schlagen. Hiermit kann ich das Rohr auch nicht abdichten. Können wir irgendwas abdichten? Können wir hier vielleicht. Natürlich. Die Klorolle hält nicht. Ich überschwemme doch nicht meine eigene Zelle. Okay.
Klebeband. Kann man vielleicht ein bisschen festkleben. Alles muss man selber machen. Und jetzt Torspielung. Aha. Ah, okay. Es passiert dort was. Vielleicht können wir... gepflegte Stelle. Das ist zu weit weg. Vielleicht können wir eine Nadel werfen. Sieht nicht sehr stabil aus. Irgendwas runterspülen. Das scheint mir eine gute Idee zu sein. Vielleicht können wir hier wirklich was runterspülen, einfach mal. Zack. Lieber nicht. Das ist zwar Ramsch, aber es ist mein Ramsch. Aha. Das ist Currypulver. Nein, ich will gerade. Irgendwo zu. Okay, jetzt spülen. Nein, geht noch nicht kaputt. Tja, seltsam. Sehr seltsam. Nackenrolle reinstecken. Ist das meine Nackenrolle? Ja, keine Sorge. Die Kloschüssel ist randvoll. Ich überschwemme doch nicht mein... Nackenrolle wieder rausnehmen. Oha. Was ist denn da draußen los? Das hat was gebracht. Das Rohr ist geplatzt. Okay, 14. Der Wasserdruck hat das Rohr zum Platzen gebracht. Vielleicht können wir irgendwie jetzt noch was anderes rausspülen. Toll, danke. Jetzt ist die Nackenrolle nass. Nein, ich will gerade nicht. Nein, das will ich. Vielleicht können wir. Lieber nicht. Vielleicht können wir uns in den Spülkasten. Mit Essen spült man nicht. Ah, ja, sehr toll. Mit Essen spült man nicht. Dumpz. Tja. Jetzt müssen wir das Eis erstmal zacken. Natürlich. Jetzt haben wir Erbsen. Das könnte praktisch sein. Jetzt können die Erbsen vielleicht runterspülen. Das bringt die Wache vielleicht zum Ausrutschen. Juhu! Da haben wir den Schlüssel. Jetzt müssen wir nur noch jemanden. Ich muss noch irgendwie an den Schlüssel kommen. Warte, jetzt können wir bestimmt die Ratte dazu bringen, den Schlüssel zu nehmen. Hier muss sie, glaube ich, raus. So. Runter mit dir. Ratte. Okay. Sieht für mich immer noch nicht wie eine Ratte aus. Ah, wieder falsch. Okay, dann bleibt nur noch das hier. Ratte. Lieber nicht. Ratte, nimm Pfütze und nimm Schlüssel.
Tja, vielleicht müssen wir jetzt noch irgendwas runterspielen, was die Ratte toll findet. Vorher muss ich die Warte mal kurz, vielleicht haben wir noch irgendwas. Ein bisschen Tomatensuppe. Nein, ich will. Nein, das will ich noch. Tja, die Bibel runterspülen. Nachher kriege ich sie dann nicht mehr raus. Tja, also. Ja. Wir brauchen die Schlüssel. Also. Tja, jetzt ist sie da oben rechts. Jetzt unten links. Okay. Hier vielleicht. Okay. Das bringt uns jetzt genau was? Okay, der hat es hier unten. Das haben wir schon mal hingekriegt, aber was genau müssen wir vielleicht in der Zelle. Ach, schön, man hört es im Hintergrund, die anderen klopfen auch gegen Gitter. Hier gibt es nichts mehr zu. Gibt es nichts zum Klopfen. Hm. Also. Ein wirklich nasses Currypulver und so. Hier gibt es nichts mehr. Tja. Tja, tja. Tja, also. Ist die da rechts? Oh, okay. Wo sind die jetzt hingerannt? Auf in die Küche. Vielleicht. Hey, du, hör mal. Ich höre. Wir wollen was zu essen. Die Ratte ist gerade abgehauen. Ich würde gerne noch etwas bestellen. Das war in gewisser Weise unser Ziel. Sie würde jetzt Fleisch bestellen. Ich nehme einmal die Fleischsuppe mit Blaubeerpudding. Gerne. Einmal Fleischsuppe mit Blaubeerpudding. Auweia. Die arme Ratte. Oh, sie lebt noch. Wie geht's? Wie widerlich. Lebendiges Fleisch. Okay. Jetzt haben wir das letzte Fleischsuppe und Pudding. Das fasse ich nicht an. Aber der Blaubeerpudding sieht okay aus. Okay, und was machen wir jetzt mit dem Blaubeer? Vielleicht können wir die nur irgendwie als Kaktus aussehen lassen. Es gibt nichts, was das genießbar machen könnte. Tja, wir können auch bestimmt den irgendwie. Tja.